Tunnelbauwerke sind für eine leistungsfähige, moderne Infrastruktur ganz entscheidend. Vor allem innerstädtisch bieten unterirdische Verkehrswege ganz erhebliche Vorteile. Die sichere und wirtschaftliche Berechnung und Bemessung eines Tunnels stellt die Planung allerdings auch vor entsprechende Herausforderungen. Dies umso mehr, wenn neben der Interaktion zwischen der Tunnelschale und dem Baugrund auch weitere, möglicherweise komplexe Belastungssituationen zu berücksichtigen sind, wie beispielsweise aus einer umgebenden Bebauung. Und auch wenn später in der Nähe des Tunnels weitere Bauvorhaben realisiert werden sollen, sollte der Tunnel in der Lage sein, die zusätzlichen Einwirkungen, sei es weitere Lasten oder Entlastungen aus einem Aushub, schadlos aufnehmen zu können. Für eine realistische Prognose der Tragsicherheit ist dabei eine möglichst genaue Prognose der sich einstellenden Belastung auf die Tunnelschale ganz entscheidend, einschließlich deren zeitlicher Entwicklung. Vor allem bei maschinell hergestellten Tunnels besteht hier noch deutlicher Forschungsbedarf. Aktuell gehen wir der Frage nach der tatsächlichen Tunnelbeanspruchung unter anderem im Rahmen einer Untersuchung für die Verlängerung der U5 in Frankfurt nach. Hierzu rüsten wir Tübingen-Fertigteile mit umfangreicher Messtechnik aus und führen ab deren Einbau an mehreren Tübingen-Ringen Dehnungsmessungen durch. Die Messungen werden mit einem Versuchsstand im Labor kalibriert und es fließen dabei auch Ergebnisse aus begleitenden Materialversuchen ein. Wir haben hier in der Versuchshalle einen neuen Versuchsstand konzipiert, den wir zur Kalibrierung der Versuchsdaten aus Frankfurt verwenden. Bei unserem Versuchsstand werden über insgesamt 8 Pressen horizontal und vertikal Lasten aufgebracht. Horizontal nutzen wir dazu 2 große Pressen und vertikal 6 kleinere Pressen. Jeweils 2 Pressen sind in einer Achse angeordnet. Im Versuchsstand untersuchen wir ein der Messtübingen in Frankfurt baugleiches Segment. Im Inneren ist die gleiche Messtechnik bestehend aus DMS- und Schwingseitenaufnehmern verbaut. Was den Versuchsstand ausmacht, ist, dass wir von außen definierte Lasten aufbringen. Zudem messen wir die räumlichen Verformungen und an weiteren Stellen die Dehnungen. Dazu nutzen wir zusätzliche DMS und die optische Fasermessung. So können wir zu jeder Zeit sagen, wie und wo sich welche Beanspruchungen aufgebaut haben. Die Daten und Ergebnisse der Sensoren im Segment Inneren vergleichen wir dann mit den bekannten Schnittgrößen. So kann die Rückrechnung für den Messtübingenring in Frankfurt kalibriert werden. Durch ein von uns entwickeltes Rückrechnungsmodell können wir zu jedem Zeitpunkt im Leben des Tunnels aus den gemessenen Dehnungen auf die tatsächlichen Schnittgrößen auf die Beanspruchung der Tunnelschale rückschließen. Darüber hinaus verwenden wir die Ergebnisse natürlich auch in unserer weiteren Forschung, um aktuell bestehende Berechnungs- und Bemessungsansätze zu überprüfen und bei Bedarf entsprechend fortzuschreiben.